Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Advance 3, Yoshi's Island 4, 7. Und was war das nochmal? Ride like the wind. Okay. Ja, ich hatte das letztens schon mal kurz gespielt irgendwie. Und dann dachte ich mir, oh nee. Also gar nicht mal. Ja doch, doch, auch ein bisschen wegen des Levels. Auch ein bisschen wegen des Levels, denn das ist ein bisschen, ja, das ist eines dieser alles ist wir und durcheinander Level. Was ist eigentlich da unten? Ist da unten irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sehen. Ich sage jetzt mal, da unten ist... Da ist kein Boden. So, wenn da kein Boden ist... Moment. Es ist halt ein wirres Level. Ihr seht schon, jetzt können wir hier oben lang und können eigentlich da lang und hier und... Hast du nicht gesehen? Und oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das so alles gutheißen kann. Ne? Jetzt habe ich schon wieder... Da hätte ich noch gar nicht abspringen müssen. Moment. Wir kriegen das hin. So, geben Sie mir ein paar Sekunden. Okay. Ride like the wind. Ja gut, okay, vielleicht. Ride like the wind war auch, Nein. Achso, alles gut. Ich dachte gerade, sterbe ich jetzt dadurch? Mutter, würden Sie mir bitte, genau, einmal Ihre Kinder geben? Nur ganz kurz. So, Sternis, wunderbar, damit habe ich auch gerechnet. Ja, das Level, das wird traumhaft schön. Ganz offenkundig, man sieht es ja schon. Also, wenn das hier nicht unter Spaß fällt, heißt es halt, stehe ich auf diesen wirren Kram? Also, wenn es wirklich... Vielleicht ist auch nur der Anfang, wir warten wir mal ab. Bevor ich heule, sollte ich vielleicht erstmal abwarten, ne? Ich bin immer so ein bisschen in der Versuchung, schnell zu weinen. Und das muss doch nicht sein, Wollo. Das muss doch nicht sein. Als professioneller Let's Play... Oh nein, okay. Jetzt bin ich durchaus... Jetzt finde ich durchaus... Ich habe einen begründeten Grund, hier rumzuweinen. Denn diese Gegner, die spawnen immer so scheiße. Oh, die spawnen doch immer so scheiße. Muss das denn sein? Ja. Gut, ich habe eine Sternikarte. Hey, es wird ein bisschen nervig durch das Geheule von Baby Mario. Gut. Das gebe ich zu. Was ist denn... Moment mal. Das kommt mir komisch vor. Klar, das Geheule von Baby Mario könnte ein bisschen... okay. Gut. Gut, dass wir das gesehen haben. Mensch. Komme ich da... Ach, ich bin ein Idiot. Ach so. Ach, ich brauche ein Ei. Okay. Aber ich habe Eier. Aha. Und das ist wieder so ein Ballonritt, oder? Lass mich raten. Ja, oh Gott, mach keinen Scheiß bei dem Ballon, ne? Immer bei diesen Ballons habe ich Angst in letzter Zeit. Also da habe ich so oft schon Mist gebaut. Ich sage aber einfach mal, dass... Ja, dass das wird so... da werden jetzt keine roten Münzen inzwischen sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu heftig. Weil man ja halt auch eigentlich nicht wirklich an die Dinger rankommt. Zumindest nicht an... Man kommt vielleicht an alle, aber... Das ist dann so... Scheiße gefährlich. Dass ich das eigentlich nicht... Moment, okay. Dass ich das eigentlich nicht machen... Oh, ich fühle mich so unwohl... Ah, das ist das Level. Genau, da fällt man dann nämlich runter und da muss man hier schnell mit dem Helikopter sein. Oh, das ist so ein richtiges... Ja, das mag ich nicht. Es ist tatsächlich eines dieser super wirren Level. Okay. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe einfach mal keine Ahnung, ob wir jetzt was verpasst haben. Wie sieht's denn überhaupt aus? 7 und 2. Aha. Ja gut, ne? Und es scheint zumindest so, als hätten wir alles. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, was jetzt fehlen... Aua. Fehlen könnte. Na, du Arschloch. Na, ihr Arschlöcher. Das gibt's doch nicht. Wie gesagt, ich hab die Sterne... Alter, please.
Ich habe die Sternkarte. Es soll mir egal sein. Man hat einfach keine Chance, den Viechern auszuweichen. In vielen Fällen. Von daher soll es mir völlig egal sein. Wirklich. Ich reg mich darüber nicht... Oh, Sternkreis. Ich rege mich darüber nicht mehr auf. Nö. Das ist es mir einfach nicht wert, ne? Das ist einfach auch... Ich muss ja auch... Also... Na, ihr wisst, worauf ich hinaus will, nehme ich an. Ich muss ja auch auf mein Herz achten und so. Ganz ehrlich, bin ich mir der Jüngste? Da musst du vorsichtig sein. Kannst du dich über alles aufregen, über Kleinigkeiten? Wer sich in meinem Alter noch über Kleinigkeiten aufregt, ja. Prost Mahlzeit, ne? Darüber könnte ich mich jetzt auch aufregen, aber das tue ich nicht. Warum auch? So, wie soll ich da jetzt das vernünftig machen? Okay. Gerade sagen, würden Sie mal bitte schießen? Genau. Oh, ist das alles krass. Oh, ist das krass. Hol nicht so viel rum, Wolle, du bist ein Arschloch. Entschuldigung. Ach, lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Woher ist das doch dämlich, dieses Spiel? Das ist das Schlimmste. Das ist wirklich das schlimmste Minispiel von allen. Du hast halt nie das Gefühl, dass du es irgendwie in der Hand hast. Keine Ahnung. Du hast es halt auch nicht in der Hand, ne? Das ist so das Ding. Okay, das sieht doch sehr schön aus hier mit den roten Münzen. Das lobe ich mir doch sehr. Alter, einfach alles rote Münzen. Sind ja geschenkt. Das ist ja komplett... Okay, erstmal hier... Ah, ich wollte gerade sagen, da müssen wir erstmal zwischendurch kurz hoch, ne? Das macht wahrscheinlich Sinn. So. Wollte mir jetzt sagen, ich habe gleich eine Münze verpasst und dann ist verkackt. Ah, you fucking shitting me. Jetzt habe ich halt keine Ahnung, ob das die letzte... Oh. Aber ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal davon aus... So, müssen wir den Kram halt nochmal machen. Ist nicht so schön, aber ist auch nicht so schlimm. Passt schon. Ich durchaus mit Leben. Ach ja, Kinders. Und der Volo ist heute schon wieder so... Bist du heute grießcremig, Volo? Von Volodia? Sind sie grießcremig? Will ich nicht sagen, aber irgendwie... Ich glaube doch. So ein bisschen mit dem falschen Fuß aufgestanden, kann es sein? Eigentlich hatte ich das Gefühl bis gerade eben noch nicht. Und, ach, habe ich jetzt auch eigentlich nicht. Bin ganz ehrlich zu euch sein. Habe ich jetzt auch eigentlich nicht. Bin gerade nur so ein bisschen... Das Level, das ist nicht so... Ich hoffe da ein bisschen aufs Nächste. Ich hoffe da ein bisschen aufs Nächste. Weil das hier ist eines dieser Level, wo man halt so... So, wir haben 40 von 50, 15 von 20. Wir kriegen gleich einmal 3 und dann einmal 2 am Ende. Ja, wunderbar. Das sollte locker flockig aufgehen. Das ist sehr schön. Ja, es ist einer dieser Tage. Weiß ich nicht. Man, das... Oh Gott, ich hasse die Stelle gerade. Weil das Absprunggefühl ist scheiße. Yes, Mann. Und wir haben alles. Und nein, haben wir nicht. wie viele habe ich denn noch? 2. Okay. Halte das im Hinterkopf, Wollo. Du hast noch einen einzigen wieder für 3 verschwendet. Ach, so Mist. Gib mir bitte ein Bonusspiel. So, gebe er mir bitte ein Bonusspiel. Das wäre voll super. Nee, schade. Ja. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich hoffe jetzt ein bisschen aufs nächste Level. Ist ja wieder ein Schloss. Das Merkwürdige ist ja, ich liebe die Schlösser immer. Also eigentlich mag ich die Schlösser immer. Von daher... Oh, mit dem Koopa. Der Boss ist super geil. An das Schloss kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade kaum erinnern. Ich kann auch eben noch einmal das Bonusspiel ausprobieren, weil einmal darf man, ne? Oh, Match Cards direkt. Das ist super. Was können wir denn da mitnehmen? 10... Okay, einmal 10 ist wichtig. Den Rest habe ich mir auch schon wieder nicht gemerkt. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich hier nur auf eine Sache konzentrieren und dann hört es auch schon auf. Eventuell
Eventuell noch zwei. Was war denn hier? Hier war doch auch irgendwie was. Ja, aber gerade sagen, das habe ich doch auch noch so gesehen. Das war doch auch irgendwie so ungefähr so verteilt, dass man sich das gut merken konnte. Okay, hier hätte ich jetzt sogar fast auf eine Lupe getippt. Da ist die Lupe. Wo war die erste Lupe? Hast du hier? Full X. Ja, auch nicht ganz schlecht. Und da ist der Pau. Ja, gut, egal. Wir haben jetzt einen 20er, einen 10er. Das ist erstmal sehr schön. Huckabill, the Cooper's Castle. Leute, Fun Fact. Ich bin schon zweimal in diesem Level gestorben. Und, ja. Ich lasse euch den Anfang einfach mal raus. This Castle ist scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt schon gesagt habe, aber doch, ich habe es garantiert schon gesagt, dass Castles immer ziemlich geil sind. Das hier nicht. Das hier ist die eine Ausnahme. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch! Aber die Stelle läuft eigentlich bisher immer ganz gut. Das ist jetzt eine Ausnahme, dass das hier gerade so ekelig läuft. Ja, das Level. Wie beschreibe ich das am besten? Das ist eine Mischung aus Leid, Elend, Kummer und Miyamotos Tränen. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Es geht nicht. Also ich spüre jede einzelne Träne hier von Miyamoto. Das ist wirklich so, die da reingeflossen ist. Meine Güte, denn in diesem... Wobei, dieser Bereich ist doch okay, wenn man es weiß. Wenn man es weiß, was zu tun ist, ist dieser Bereich hier völligst okay. Wenn man es nicht weiß, ist es so, oh Gott, what the fuck? Ärgerlich, aber jetzt werden wir hier ordentlich durchrushen, denn hier kann man Treppen erscheinen lassen. Wichtig in diesem Bereich ist, alle Treppen erscheinen lassen, bitte. Denn wenn du dies nicht tust, werden andere Treppen, die auch kommen sollen, halt einfach runterfallen und dann kriegst du sie nicht. Ja, Mensch. Dann kannst du wieder rausgehen und wieder rein, das normal machen. Und es macht Spaß. Munkelt man. Oder auch nicht. Die Yoshi's Island-Aufnahme dauert schon wieder ewig. Kennt ihr das? Du willst nur... Ja, du willst aufnehmen und dann... Es passiert eigentlich... Es ist halt echt immer so, ne? Man will aufnehmen und gleich das Erste, was du aufnimmst, wo du denkst, ja, okay, das geht eben ruckzuck. Das geht ruckzuck. Dauert auf einmal ewig. Weil du irgendwas nicht schaffst. Du bleibst dumm hängen oder... Oder, ja, sowas hier halt, ne? Es kommt so ein Level, das sich auf einmal... knechtet. Und du denkst, oh Gott, please, was ist denn da los? So, nach ganz unten brauchen wir hier nicht. Können wir jetzt auch nicht. Wir müssen da halt wieder komplett raus aus dem Level, aus dem Bereich. Da sind aber auch nur Sternis unten, das ist das Gute. Es ist gut, das zu wissen, weil ansonsten würde man jetzt wieder zurücklaufen und, oh. So, dann wollen wir hier mal zum dritten Mal sterben, würde ich sagen. Denn hier sterbe ich bisher die ganze Zeit. Oh mein Gott. Es ist so einfach. Es ist eigentlich so einfach. Und die ganze Zeit verkacke ich das so hart. Was ist das denn bitte? Da ist eine Tür. Moment mal. Dadurch habe ich jetzt den Schlüssel nicht bekommen. Ihr wollt mich jetzt... Ihr verarscht mich, oder? Das ist eine Verarsche. Gut. Wir gehen da mal rein. Schauen. Ich denke, ich weiß, wo wir rauskommen. Genau. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Das finde ich auch völlig okay, weil das geht jetzt schnell. Wir sind jetzt wieder in dem Bereich, wo wir vorhin waren. Nur halt unten, wo ich von den Sternis geplappert habe. Und dann können wir hier direkt wieder raus. Das ist okay. Das ist durchaus okay. Denn jetzt muss ich auch da oben nicht mehr lang, sondern kann hier direkt weiter. Ah, das ist ein One-Up. Ah! Okay, dann war ich umsonst in Panik. Warte, ich brauche hier eine Cooper Shell. Ich brauche hier eine Cooper Shell. Dafür, aber... Aber die werde ich öffnen müssen. Ja, ich sehe das schon. Die werde ich auch öffnen müssen. Denn da wird sich wohl irgendwie wieder eine Treppe oder so öffnen. Ach, es ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, so langsam erinnere ich mich auch an das Level. Zwar nicht an die Details,
Aber ich erinnere mich so im Kopf, da war, das war eventuell nervig. Das war eventuell nervig. Gibt's so ein paar Levels in diesem Spiel, wo man vor allen Dingen sehr leicht durcheinander kommt mit gewissen Dingen. Scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich hier nämlich schon was verkackt. Oder? Nee. Oh, Leute. Oh Gott. Ich hab da so eine Szene im Kopf. Tatsächlich. Wo ich selbst mit einem Spieleberater in die Bredouille kam. Und man dachte, was? Zur Hölle? Wie geht das jetzt? Hä? Hä? Ja. Und das würde ich mir eigentlich sehr gerne ersparen. So, wir haben den Schlüssel. Wo war denn jetzt die Tür? Muss ich das hier nochmal machen? Ich möchte es fast nicht glauben, dass ich das nochmal machen muss, aber... Oh Gott, ich hasse es. Aber es ist tatsächlich so. Okay. Durch die Tür, einfach an nichts Böses denken. Das wird schon gut gehen. Das wird schon alles passen. Wie sieht's denn überhaupt aus? 12 und 3. Das kann ich erstmal so durchaus neu schreiben. Klingt okay. Ein fucking fuck, Luke Lakito, okay. 14, 3. Auch dies kann ich noch unterschreiben. 16, 3, oder? Nee, 17, oder? So, warst du schon 17? 16, ne. 16, 3. Es muss in diesem Bereich auf jeden Fall eine Blume geben. Ich glaube, wir haben eine Blume verpasst. Wir haben sowas von eine Blume. Ist doch so, oder? Darf ich das mal so in den Raum werfen? Wir haben eine Blume verpasst. Oh, wäre das ärgerlich. Oh, wäre diese Yoshi-Aufnahme heute dann... Die würde wieder in Extreme gehen. Es braucht wahrscheinlich eine Stunde, um Yoshi aufzunehmen. Oh nein! Das sind zwei Blumen! Oh Gott, danke! Das hier finde ich ja mega cool, muss ich sagen. Arkanoid oder Arkanoid, wie ich es früher als Kind genannt habe. Das fand ich tatsächlich eines der coolsten Spielideen, die ich jemals in der Club Nintendo gesehen habe. Ja, die Club Nintendo kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Das war damals ein kostenloses Nintendo-Magazin, wo es im Grunde, es war im Grunde nur Werbung. Nein. Mir fehlt eine Coin. Och, please, mir fehlt jetzt... Oh, Gott! So, wo könnte diese eine Coin gewesen sein? Eine einzelne vor allen Dingen auch. Mann! Ich will ja nicht sauer ausrasten oder so, aber ich raste aus. Das war jetzt dumm. Ich hätte mich umbringen können. Ja, aber du weißt ja auch nicht, ob du es dann gefunden hättest, ne? Das ist halt das Ding. Das werde ich gleich offscreen machen. Dann ist gut. Hey, ganz ehrlich. Das wird schon werden. Vor allen Dingen muss er jetzt auch erstmal den Boss schaffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der ging. Das kann man jetzt als kurzen Trainingslauf ansehen. Ah, war so ein Koopa. Und ich habe vor allen Dingen kein einziges Ei dabei. Das ist gut. Das hätte ich mir natürlich vorher gönnen können. Oder? Ich glaube, ich habe keine Full Eggs am Start. Aber der wird mir ja Eier geben. Können Sie mir bitte Eier geben, Mann? Ah, sogar so. Ist ja total super. Genau. Okay, da haben wir schon verkackt. Das finde ich ziemlich großartig. Da hätte man eventuell schneller sein müssen. Scheiße. Ah, naja, gut. Ich habe ja. Ich muss es eh nochmal machen. Shit. Okay, da sollte ich dann vielleicht ein bisschen besser spielen. Machen wir bitte Eier. Okay, zack, 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 zack. Oh Gott. Zweiter Treffer und danach muss ich ein bisschen in den Ausweichmodus gehen. Ey, das wird aber nicht leicht. Ich will ja nicht rumheulen, aber ich glaube...
glaube, das wird gar nicht mal so easy peasy. Ja, werden wir gleich nochmal machen müssen. Beziehungsweise, ja, doch, den Bosskampf zeige ich dann auch, oder? Das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn. Nichtsdestotrotz, wo war die eine Coin? Wo war sie? Wo soll die gewesen sein? Ich hätte so gerne gerade eine Ahnung. Ich glaube das nicht. Ich denke, ich werde sogar in meinen Spieleberater gucken, um mal zu schauen, ob ich sie vielleicht erspähen kann. Aber kann ich mir gar nicht vorstellen. Egal, so oder so, wir gehen nun... Gehen wir Richtung Welt 5? Oder gehen wir jetzt echt in die letzte Welt? War das Welt 4? Jetzt bin ich mir unsicher. Ich glaube, das war Welt 4, oder? Das war noch nicht Welt 5. Ja, richtig. Das war Welt 4. Wir gehen jetzt in Welt 5. Ja, gut. Und im nächsten Part können wir dann mit Welt 5 beginnen. Das ist ziemlich cool. Vorher mache ich aber das Level hier nochmal und zeige euch den Kram. So, und hier haben wir besagte Stelle, wo mir die eine Münze fehlt. Passt auf, das ist sehr unfair. Jetzt ist die Sache. Ich sag es mal wieder, der Ausschnitt des Super Nintendos. Hätte man ihn gesehen, diese Stelle, dass da oben eine bröckelige Wand ist? Vermutlich. Ah, du stellst dich extremst dumm an, Wollo. Das ist super. Also ich glaube, in der Super Nintendo-Version hätte man diesen bröckeligen Bereich gesehen und es wäre alles kein Problem gewesen. Aber ihr seht, die hat uns gefehlt, ganz offenkundig. So Leute, und nun sind wir komplett voll beladen mit allem Stuff. Wieder beim Boss und jetzt sollte ich mich vielleicht ein bisschen besser dabei anstellen und mach keinen Blödsinn, okay? Sagen wir es mal so, mach einfach keinen Blödsinn. Ah ja, ich kann ja speichern, ich kann mich dann ja umbringen. Ah, richtig. Okay, das macht es natürlich nicht mehr ganz so gruselig. Aber trotzdem würde ich das jetzt ganz gerne einfach schaffen. Das wäre absolut bärenstark wäre das, okay? Bärenstark. So wie der Cooper. Der ist bestimmt auch bärenstark. Ja, und ich hoffe, es kommt nicht zu unerwünschten Nebengeräuschen gerade. Aber ich habe es gewagt, mein Fenster aufzumachen. Es ist gerade noch so die Zeit, in der man lüften könnte, wisst ihr? Deswegen dachte ich mir, ey, komm, du spitzt gerade nach. Ja, komm, mach das Fenster auf. Ich meine, okay, wenn meine Nachbarn jetzt zu ihren Autos gehen, hören die mich und denken sich gerade, was ist denn da los? Scheiße, ich bin ein fucking Idiot. Da vergesse ich einfach, dass ich gar keine Eier habe. Alter. Ich muss natürlich vorher, muss ich den Eierspender hier benutzen. Ey. Und vor allen Dingen sollte man vielleicht auch... Vielleicht sollte man auch nicht von zu dicht dran angreifen. Und sobald man ihn getroffen hat, sollte man vor allen Dingen weg. Weg sollte man... Ach, ich bin ein... Wow. Oh mein Gott. So, mein Gott. Würdest du dich jetzt bitte nicht wie ein Vollidiot anstellen? Das wäre... Voll super. Okay. Okay. Und hau ihn um. Dankeschön. So, das Problem ist, ich gerate hier in Panik. Ich gerate hier schlicht und ergreifend in Panik. Und das ist, wie wir alle wissen, immer das Schlimmste, was man machen kann in einem Videospiel. In Panik geraten. Du darfst niemals, egal was kommt, du darfst nicht in diesen Panikmodus gehen. Das ist hier nicht, du bist im Auto unterwegs und, stellst erstmal deine, wie heißen sie? Alter, mir fällt der Name nicht ein. Scheibenwischer erstmal auf Stufe 3 in den Panikmodus, weil es ein bisschen nieselt, ne? Du bist keine Hausfrau. Man sagt es so, Hausfrauen machen das, falls ihr euch jetzt denkt, hä? Ja, sagt man so. Ist so eine Redensart. Ich hab's übrigens geschafft. Oh mein Gott. Fehlter Versuch? Oder wie viel war das jetzt? Ha. Nicht gerade ruhmreich, aber geschafft. Und damit würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.